Hallo liebe Leute, hallo YouTube, AdSense hier. Freitag nach Rimini die Woche. Jo, ich hatte wieder viel zu tun. War klar, Monatsanfang, neue Liste. Alle sind wieder motiviert, was Neues zu testen. Und ja, ich bin leicht hippelig so, weil irgendwie war die Woche viel zu kurz und habe noch nicht alles geschafft. Ich werde nach dem Video auch gleich weiterarbeiten. Jetzt haben wir 16 Uhr, bis 20 Uhr mache ich sicher heute noch. Tins Release gestern, genau. Aber meine Ware kam leider noch nicht an. Ich erwarte das nächsten Dienstag erst. Hab Verständnis dafür, dass es mal wieder Probleme gibt bei den Lieferanten, klar. Irgendwie, da kam die erste Charge am Montag. Da war ich aber noch halb in Rimini. Konnte dem nicht Bescheid geben, dass ich sie sofort haben möchte. Ja, die Ware halt erstmal woanders aufgeteilt. Und ja, beim zweiten Lieferanten, wo ich dachte, das zahle ich erst später. Der wollte das Geld aber auch schon haben in der Woche, wo ich in Rimini war. Und deswegen wurde es komplett storniert. Und jo, so sitze ich jetzt Freitagnachmittags auf dem Trocknen. Aber ich meine, das sind ja alles nur Reprint-Produkte. Von daher ist es ja hoffentlich nicht so schlimm, wenn ihr es erst nächsten Mittwoch, Donnerstag erhaltet. Guckt mal doch mal rein in das Set. Die paar neuen Karten, diese Tin-Promos. Was haben wir denn hier? Ich glaube hier, die ist die zwei, Flame King und Ghost King sollten neu sein. Ansonsten haben wir Slifer Obelisk drin, Dark Magicen und Blue Eyes Red Dragon als alte Promos. Dann der Aether, The Evil Empowering Dragon ist wahrscheinlich was Neues. Und den Evan Hulk Magicen hat man glaube ich schon, oder ist das der gleiche? Guck mal, ist das der hier? Nee, ist ein anderer. Eben Illusion Magic ist das ganz gut. Dann haben wir den vielleicht auch noch nicht. Oder ist das der? Ja, der hier ist es. Der kam in The Dark Illusion als Super Rare raus. Jetzt haben wir ihn nochmal als Ultra Rare. Warum auch immer. Die wir nochmal reingepackt haben. Wahrscheinlich, weil es eine Art Cover-Karte ist. Dann haben wir noch den Trago. Nichts, der sagt mir auch noch nichts. Das hat sich gereimt. Und was haben wir noch drin? Ghost Ogre ist glaube ich so die einzigste brauchbare coole Karte in dem Tin Promo Paket hier, die jeder haben möchte dreimal. Und der Blue Eyes Spirit Dragon sagt mir auch noch nichts. Ach doch, das war die Secret aus Shining Victories, kann das sein? Na gut, dann haben wir halt die Blue Eyes Spieler ein paar Karten jetzt günstiger, die sie erwerben können. Und in dem Set an sich haben wir Strike, Infinity so als die Money Cards vom Set, Bunboku, auch cool, Clearing, Twin Twister, Scarlight Red, Painful Decision, Odd Eyes Fusion, Tatsunoko, Rafflesia, Odd Eyes Support, also alles sowas, was ihr so kennt, Brilliant Fusion, Galaxy Cyclone hat wieder einen Reprint bekommen und dann lustigerweise gibt es dann auch ein, zwei Shortprint Rares, habe ich mir schon sagen lassen, der Gams hier von den Kaijus und der Kirin von den Magic Spectres, sollen sehr selten drin sein. Um den Kaiju ist es schade, weil da habe ich bei deinem Mansion of Chaos auch kaum noch welche, aber der Kirin ist recht egal, der ist jetzt auf 1 gegangen. Ja, zur Liste möchte ich eigentlich heute auch nichts weiter sagen, ihr kennt sie alle. Große Veränderungen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich werde morgen mal nach Leipzig machen, ins OCS, ein bisschen mit dem David quatschen und mal da Hobbyliga antesten mit neuem Format, mal so ein paar Eindrücke für euch sammeln, was da so geht. Da werde ich auch nicht wie letztes Mal das City Comics gleich nach Runde 1 droppen und gehen. Nein, ich habe mir morgen nichts anderes vorgenommen. Ich werde ein bisschen mit den Leuten quatschen und die Zeit genießen. Jo, dann Rimini. Überraschenderweise haben die Cyber Angels getoppt. In Verbindung mit Herold und Christian. Und schwupps ging jetzt der Benton, weil der am meisten da gebraucht wird, etwas nach oben, so auf 10 Euro von... Also im Vorverkauf haben es manche für 3-4 schon bekommen, das war ein Schnäppchen, jetzt gehen sie halt 8 bis 10. Und mit den Seraphniten hat man es gesehen, ja, Seraphen, irgendwie, Stickchair, ne? Grüße an die Leute, die es damals gezockt haben, Tritai und Chris und so. Und ja, der geht auch gerade wieder auf 10, 12 Euro hoch. Ja, ist halt eine World Superstars Karte, das Set hat kaum jemand gekauft. Und da wird es wahrscheinlich bald richtig eng werden. Ihr kennt ja die World Superstars Karten allgemein. Der Galaxy ist heute auch immer noch am steigen, jetzt schon fast auf 20 Euro. Dann hatten wir in dem Set noch den F0, der ja auch einige Zeit lang auf 15 bis 17 Euro war.
Oder jetzt immer noch. Und dann halt die zwei Shortprints, Legendary Magic und Legendary Dragon. Und der Placement war auch teilweise mit. Also das Set ist immer noch ganz cool. Christia Secret Rare 37 auf dem europäischen Markt, sehr, sehr wenig. Teilweise schon für 20 Euro verkauft bekommen. Ich muss mal gucken, ob ich da ein paar finde, die ich euch noch im Angebot präsentieren kann. Aber auch die Shadow-Sachen gehen gerade wieder ganz gut. Die Fusion, El Shadow und dann der Erde, Shekinaga heißt das, glaube ich. Fusion ist dann halt brauchbar mit den Zügen, sagt man ja. Die Züge, die jetzt endlich mal hier sind, die es die ganze Zeit nur im OCS gab. Aber da hat man in Rimini auch nicht viel von gesehen. Von den Metal Fodex hat man auch gar nichts mitbekommen. Also ich überhaupt nicht, keine Ahnung, ob die überhaupt in Rimini vorhanden waren, vielleicht vereinzelt, aber haben halt auch noch nichts gerissen. Blue Eyes kam meines Glückes Licht Top 8. Habe ich mal eine Wette gewonnen gegen Matze. Mal gucken, was ich da jetzt von ihm so als kleines Dankeschön bekomme, dass er seine Wettschulden bei mir begleicht. Das klären wir alles am 17.09. zum MHL Final, muss man jetzt schon so wieder sagen, in Magdeburg. Da zocken wir Season 3, Ligaspiel 3. Und ja, es wird cool und ich lade euch alle herzlich ein und wir müssen mal wieder die Hellenwelt voll machen. Ne? Also hier, Trupp Atzenjens, folgt mir alle am 17.09. in die Hellenwelt. Ich habe eigentlich als Ziel gesetzt, ich möchte da 50 Spieler haben. Und mal gucken, ob wir das jetzt noch in 2 Wochen organisiert bekommen. Nächste Woche ist erstmal Hanse Challenge in Greifswald. Irgendwo habe ich hier auch noch meine Termine aufgeschlagen. Was habe ich hier, der Aufnahme im Weg? Ach, meine Güte. Termine von der familyforce.de Seite. Am 10.9. genau, ist die 5. Hanse Challenge in Greifswald. Am 15.10. ist sie in Lübeck. Und dann war noch eine in Stralsund. Oh Gott, das Datum hat er mir vorhin gesagt. Lasst mir, ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, er hat irgendwas vom 24.11. Burkhard, wenn du es siehst, korrigiere mich unten. Ist auf jeden Fall die 7. Hanse Challenge in Stralsund. Die Jungs haben also noch einiges vor dieses Jahr. Und wir natürlich auch. Ich habe vorhin meine Turniere angemeldet bis zum Jahresende. Es gab endlich mal keine Beschwerden vom Hausmeister, keine Beschwerden von dem Direktor und auch so lief alles ja letztes Mal ganz gut von der Organisation her. Und deswegen darf ich jetzt weitermachen in der Grundschule. Danke erstmal für euer Benehmen beim letzten Mal, dass ihr alles so fleißig mitgeholfen habt beim Abbauen, beim Anbauen. Und ja, jetzt geht's weiter am 24.09., also in 3 Wochen schon, mit einem CCG CTS. Ich habe da vorhin schon die Facebook-Gruppe erstellt, genau, aber kann irgendwie nicht die Masse einladen. Mal gucken, ist gerade ein Facebook-Fehler. Und das Banner ist auch noch das alte, lasst euch nicht verirren. Am gleichen Tag ist dann aber auch in Bologna der Major Tour Stop. Da gibt es dann Sonntag wieder schön Livestream zu gucken, für alle, die es interessiert. Und ja, das ist die Woche, dann ist Family Force und dann ist Magdeburg, dann ist Halle. Gott, so viele Termine, ich komme durcheinander. Ich kann jetzt nur mal meine Termine noch nennen, die habe ich noch im Kopf. Und zwar habe ich dann den 22. Oktober, das wird dann, habe ich ja gesagt, das ist mein MHL-Stop. Muss ich mal mit Nilo quatschen, es waren halt echt zu viele Fakten und naja gut. Und dann am 3.12. auf jeden Fall eine Woche vor YCS Bochum bin ich auch nochmal in Halle. Also entweder der 22.10. oder 3.12. ist mein Stop für unsere Liga. Das ist dann Season 4, die letzte für dieses Jahr natürlich. Und dann mal schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Genug geschnackt. Wie gesagt, so ein paar Daten hatte ich heute einfach für euch noch parat. Ich glaube, weil es so viele sind, packe ich die diesmal auch in die Beschreibung. Und dann wünsche ich euch einen schönen Formatstart morgen bei den Hobby-Ligas oder Regionals oder LEDS-Qualis, was ihr halt alles zockt. Da ist das Stichwort. Ah, fast hätte ich es vergessen. Ich darf euch sagen, wo die LEDS Stage 2 stattfinden. Und zwar, Trommelwirbel, es waren 3 Städte im Gespräch. Habe ich alles so ein bisschen gelauscht. Und ich darf es aber veröffentlichen, also es hat keiner gesagt, dass es nicht dürfte. Stuttgart, Leipzig und Kassel waren im Gespräch.
Wollt ihr es jetzt schon wissen oder erst nächste Woche? Ich glaube, ich behalte es noch eine Woche für mich. Ihr könnt ja mal raten, eine der drei Städte, also Stuttgart, Leipzig, Kassel. Freut euch auf nächste Woche. Da wird es dann auf dem Channel hier angekündigt. Wenn es nicht mal jemand vorher macht, ich weiß nicht, die ganzen Stores durften es eigentlich auch verraten, denke ich mal. Haben irgendwie keine Lust, das zu verraten. Obwohl es ja eigentlich nur Werbung wäre für Konami, für Jokmok, für alle, die Bock auf LADS Stage 2 hätten. Aber gut, ich will nicht der Erste sein, weil es geht mich eigentlich gar nichts an. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche.